Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind immer noch in der Kolosseumsstadt und haben beim letzten Mal die Aufgabe bekommen, den Kolosseums-Champion zu besiegen, da er nämlich immer häufiger am Gewinnen ist und so wie es aussieht auch Belius stürzen möchte. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ihn eben ja, zu besiegen, damit er einfach entthront wird, der Champion. Ich bin gespannt, wer es ist. Wir haben schon mitbekommen, dass die Klaue des Leviathan da wohl hinten dran steckt. Also denke ich mal, könnte es eventuell Zagi sein, eventuell Jäger. Das sind so die Charaktere, die wir mitbekommen haben. Kumori steckt wohl hinten, dahinter. Es könnte aber auch ein komplett neuer Charakter aus der Gilde der Klauen des Leviathan sein. Bin ich gespannt. Ja, aktuell immer noch nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich zu leveln oder sonstiges oder Synthesematerialien zu bekommen. Hätte ich halt echt mal wieder Lust drauf, nur das Game ist im Moment sehr storylastig, was nicht schlimm ist. Nur müssen wir uns halt eben ein bisschen gedulden, bis wir irgendwann mal leveln können oder eben Synthesematerialien uns erfarmen können. Ich würde sagen, wir quatschen hier mal, denn wir wollen am Turnier teilnehmen. Oh, das wird anscheinend ein Einzelkampf. Das ist natürlich sehr spannend jetzt. Okay, sieht sehr einfach aus. Mal schauen, haben wir den schon irgendwie... Nee. Erunga. Mal schauen, was er so drauf hat. Also ich könnte jetzt auch hart ins Gesicht bekommen, was mich wundern würde. Er hat 9400 Leben. Okay, er macht nicht so viel. Und sollte jetzt down sein. Gut, sieht auch sehr machbar aus. Für den zweiten Kampf, auch hier werde ich wieder ein magisches Auge benutzen. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt mehr oder weniger angewöhnt, wie auch immer. 12.500 Leben. Eieiei. Also hier muss ich ein bisschen aufpassen, es könnte ein etwas schnellerer Zeitgenosse sein. So, die gleiche Combo wie auch immer. Wie sonst auch. Jetzt ein bisschen TP generieren, weil der Kampf ist eh um.
Sehr gut, dritter und im Grunde genommen vorletzter Kampf, denn danach kommt schon der Champion. Mal schauen, was der so drauf hat. 13.400 Leben ist in Ordnung. Ah, shit, okay. Ich habe nicht geahnt, dass er noch einen Angriff macht von oben. Okay, ein sehr, sehr langsamer Zeitgenosse. Ah, Blocken hat nicht ganz funktioniert. Nice. Bisschen versucht, TP zu sparen. Leben bräuchten wir jetzt, aber das könnten wir im nächsten Kampf auch machen, weil jetzt kommt nämlich der Champion. Tsurugi. Nice, wir haben sogar eine Waffe bekommen. Sehr, sehr gut. Wow, okay. Das ist jetzt etwas... Na schade, kein direkter Kampf, sondern irgendwie Zwischensequenz. Das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel nicht erwartet hätte, dass Flynn der Champion ist. Da uns ja gesagt wurde, dass der Champion Belius stürzen möchte. Aber ich gehe einfach mal davon aus, auch wenn Flynn irgendwo ein Lappen ist, aber ich glaube nicht, dass Flynn dumm genug ist, um es alleine mit ihr aufzunehmen, beziehungsweise auch zur Klaue des Leviathan zu gehören, weil er gehört ja eigentlich zur kaiserlichen Wache und war eigentlich immer gutmütig. Deswegen sehr verwundert. Also da wurden wir hart reingelegt an dieser Stelle, anscheinend von der anderen Gilde. Aber dass der Opa uns reinlegt, wundert mich ein bisschen. Es sei denn, er wurde dafür bezahlt, um uns gegeneinander aufzuhetzen. Wer weiß, wir schauen einfach mal weiter. Oh, es geht los. Eieiei. Ich hätte gedacht, das wäre ein inszenierter Kampf. Flynn, 22.000 Leben. Er wird mir jetzt ins Gesicht geben. Ja, nice. Danke. Bin im Grunde genommen tot und könnte jetzt aufhören. Wir versuchen es aber. Ich will den Kampf nicht verlieren. Ich brauche KP, ne? Ja, nicht, dass ich jetzt komplett dumm bin. Oh Gott, danke. Ich darf nicht darüber reden. Sehr interessant, Flynn. Nein! Ich bin nicht so gut.
Ja, es könnte daran liegen, dass Flynn halt eben ein Vollidiot ist. Dass sie deswegen nicht auf ihn hört. Würde zumindest Sinn machen. こいつ。これは大変。大ハプニング。舞台上の主役たちも丘も奪われた感じか。ユーリ、俺に殺されるために生き延びた男よ。感謝するぜ。生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。俺を初めて傷つけたお前を、俺は絶対この手で殺す。 やる気出すならもっと別のことにしとけよ。見ろ。うわ、あれ何？ブラスティアよ。あんな使い方するなんて。なんか気持ちが悪くて動悸がするわ。あのブラスティア。ジュディス。ちょっと何なのよ。これはもう大会の様子はどこやら。 っていうか、私も逃げるべき。どうだこの腕は。お前のせいだ。お前のためだ。ユーリ。さあ、この腕をぶち込んでやるぜ。しつこいと嫌われるぜ。 Und es ist doch Zagi am Start. Ich muss jetzt schauen, dass ich ihn erstmal untersuche. Er hat eine neue Waffe, also einen neuen Arm. Sehr, sehr interessant. Neues, schönes Blastier. Er hat ganze 60.000 Leben. Eieiei. Da muss ich jetzt ein bisschen um mein Leben rennen. Wie man unschwer erkennen kann, weil ich möchte auch ein bisschen geheilt werden. Oh, das ist ein schöner Angriff. Ei, das tat weh. Ich würde ihn auch gerne mal treffen. Sehr gut. Funktioniert. Er kriegt das noch ab. Kommt ein tödlicher Schlag zustande? Nein, kommt nicht. Oh, wir treffen ihn sehr, sehr gut, ey. Oh, nice. Ich habe ihn in einer... Nein, kleinen Combo eigentlich, aber... Nicht so hingehauen insgesamt. Och, Junge, komm schon. Nice, 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 nein! Oh, komm, jawohl. Das hat wunderbar funktioniert. Er hat noch 23.000 Leben. Wir haben echt gut abgezogen. Ich warte auch wahrscheinlich wieder, bis er Überlimit macht. Dann benutzen wir auch Überlimit. So wie jetzt ungefähr. Ja, wenn er jetzt noch aufhören würde, mich hier komplett nass zu machen, wäre auch geil. Nice, noch ein tödlicher Schlag hinterher. Und wir sollten ihn haben. Gleich, noch 2700 Leben. Alles schön im Nahkampf, kommt. Alles reinstecken, Jungs. Wir haben ihn. Jawohl. Keiner gestorben. Kein einziges Mal. Bin ich sehr zufrieden. Tatsächlich. Ja, 2500 Erfahrungspunkte. Ziemlich gut. Galt ganze 2250. Kampf ging etwas mehr als 1,5 Minuten. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Kampf. Würfel bekommen ist ein Accessoire, müssen wir uns merken. ブラスティア不正が俺に逆らう気か。魔物。どうしてこんなところに。見せ物のために捕まえてあった魔物だ。多分
Oh, sehr, sehr interessant. Okay, wir dürfen uns bewegen. Wir haben hier links direkt einen Gegner. Judy hat es leider nicht geschafft, das Blastia zu zerstören, obwohl sie es will. Wir wissen ja, dass sie es gerne macht. Gerade weil es wahrscheinlich wieder ein Blastia ist, das schön für ein Ungleichgewicht sorgt auf dieser Welt. Was mich wundert, ist, dass Duke natürlich nicht am Start ist. Was irgendwie jetzt gar keinen Sinn macht, da wir ihn, glaube ich, in der letzten Folge sogar hier an diesem Ort getroffen haben, also im Kolosseum. Ja, und er es jetzt nicht für nötig hält, da was dagegen zu machen, finde ich sehr, sehr schade. Muss ich jetzt gegen alle kämpfen oder ist jetzt einfach random? Okay, das ist ja... Das ist ja krass hier, aber ich habe Lust zu kämpfen. Tatsächlich. Deswegen machen wir das jetzt auch mal. Auch schon, dass wir möglichst alle, das sind auch neu, alles neue Gegner, möglichst alle mit dem magischen Auge. Wir haben leider nur noch 5. Ist nicht ganz so dolle. Aber schön untersuchen. Das sind jetzt nicht die stärksten Gegner. Aufgrund ihres, einfach nur aufgrund der Lebensanzahl, die die haben. Und 9 bis 10.000 Leben ist ganz okay, glaube ich, aktuell. Ja, wir haben ein bisschen TP-Probleme im Team. Aber die Anfragen der Items kommen schon rein und die beantworte ich natürlich. So gut es geht. Aber jetzt zu sterben hätte ich keine Lust, da ich glaube, ziemlich weit zurückgeworfen werde. Vielleicht zum letzten Speicherpunkt. Was natürlich sehr unglücklich wäre. So, sehr schön. Schön Synthese-Sachen mitnehmen. Ich weiß leider nicht, wohin wir müssen. Da ist jetzt noch ein Hundgegner, aber ich wollte noch so einen von diesen, genau, von diesen Viechern hier. Ah, nice. Ist verwirrt. Hier noch ein magisches Auge drauf und glaube ich, dann können wir versuchen, das Kolosseum irgendwie zu verlassen. Auch 9000 Leben. Nice, der erste von denen ist tot. Sehr schön, Wolf ist auch down. Nein, Gifttrank wollte ich eigentlich benutzen. Ging trotzdem durch. Ah, okay, dann passt alles. Jetzt habe ich natürlich den tödlichen Schlag verpasst wegen den Items. Ist nicht schlimm. Alles in Ordnung. So, ein paar Fertigkeiten. Jetzt muss ich mal kurz durchgehen, ob ich Equipment ändern kann. Achso, na gut. Okay, sehr interessant. Dieser alte Mann hat uns das beklaut. Er hat uns nämlich die Schatulle weggenommen mit diesem Himmelskristall, hieß das so. Hab ich den Namen vergessen. Jetzt weiß ich nicht, ob... Weil, wie kann er wissen, dass wir diesen Kristall besitzen? Und er hat das ganze Chaos genutzt, um uns den Kristall wegzunehmen. Hat vielleicht diese Kaufmann...
etwas damit zu tun? Hat sie ihm erzählt, was wir besitzen und die versuchen uns beide reinzulegen? Wer weiß, weil sie hat ja lustigerweise in einer Zwischensequenz, die ich ja mal erwähnt hatte, die ich als sehr, in Anführungsstrichen, dumm mehr oder weniger dargestellt habe, indem sie zugehört hat, wie wir über den Kristall geredet haben, beziehungsweise wir offen über den Kristall gesprochen haben in ihrem Beisein, und sie hat nicht darauf reagiert. Also sie hat gar nichts dazu gesagt und einfach die Story ging einfach weiter. Und sie ist halt die einzige Außenstehende, die weiß, dass wir eben diesen Kristall besitzen aus dem Geisterschiff. Weil ich wüsste nicht, wie der alte Mann sonst wüsste, dass wir das Item haben, um ehrlich zu sein. Und er hat es uns jetzt weggenommen. Versuchen wir mal. Achso, nee, halt. Erstmal Waffenfertigkeiten, bevor ich das komplett vergesse. Wir haben auch von dem einen Kampf eine Waffe bekommen. Das war die hier. Okay, gut zu wissen. So, schauen wir, was wir noch erlernen können. Jetzt nicht die stärkste Waffe nehmen, wie immer. 4 Waffen insgesamt. 546 ist der niedrigste Angriff. Das ist die Sichelaxt. Dann nehmen wir die jetzt zuerst. Da lernt noch, lernt, lernt. Rest sieht in Ordnung aus. Judith und Repede sind anscheinend dem alten Mann nach. Oh, da ist der Koch. Den nehmen wir noch mit, hätte ich fast verpasst. Was bekommen wir? Kebab-Sandwich. Und wir bekommen natürlich Zutaten, um das Ganze auch zu kochen. Dankeschön. Wir hätten ihn beinahe verpasst. Dann rammen wir mal raus hier. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo der Typ hingerannt ist, ne? Aber ich denke mal, es kommt wahrscheinlich gleich wieder in der Zwischensequenz. らしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないからな。じゃあ一体何なんでしょう。さあな、ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだ。でも あの温厚そうなラーギーさんが箱を奪ってった時のあいつは温厚な手持ちなかったのよ。ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるの、私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。ボディブラスティアが制御できなかったのなんて初めてねえ。 Okay, Judy ist wieder mit am Start. Repede allerdings nicht. Plauderei. Lagi no Yaro. Itai, nan no tame ni ano hako? Tensai shoujo no maho, choi ijou datta kara ne. Ano hako to kankei shiteru tte omottan janai? Lagi-san. 箱の中身が何か分かったってこと？追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね。中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし。捕まえれば用無限の町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。Okay, wir speichern einmal ganz kurz. Und wir dürfen jetzt, so wie es aussieht, die Stadt auch verlassen. Was ich sehr, sehr gut finde, dann habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was zum Leveln oder beziehungsweise, wie gesagt, Items farmen, Gold farmen. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. So, versuchen wir die Stadt zu verlassen. Müssen wir nur noch schauen, wie. Repede ist dem alten Mann hinterher, was natürlich jetzt weniger geil ist, da Repede eigentlich in meinem Hauptteam drin ist. Deswegen muss ich mir was anderes einfallen lassen, je nachdem, wann wir Repede dann wiedersehen. Ach, da ist er ja schon wieder. Okay. Ne, kore. Koitsu ga areba, nioi de oeru na.
あの箱を取り返さなきゃ。それもあるけどな。ギルドは裏切りを許さない。うん。西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそうよ。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか？気になる？じゃあエステルたちはここで待ってる？え？これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないわな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら何か帝国にも関係があるかもしれないから。そっか。ま、闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。Sehr schön, Repet ist wieder am Start. Altosk, Gildo do Marche, それに Ruins Gate と Blood Alliance。やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ？ユニオンの五大ギルドですよ。これまで四つとは関わりましたけど、あと一つが。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ？ああ、それなら鍛冶ギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。へえ、そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ？ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてたな。was haben wir denn hier?Das heißt, dass gestern zwei weitere Menschen spurlos verschwunden sind. Das scheint so eine Sidequest so zu sein. Bei dem Ruf der Gilde als Wucherer sollten es die Leute besser wissen, aber die Touristen sind eben ahnungslos. Steckt die Gilde mit den Informanten denn nicht unter einer Decke? Notopolikaner würden auf so etwas nicht hereinfallen. Wo bringen sie die Leute hin, die spurlos verschwinden? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall kehrt nie jemand zurück. Ich hoffe, heute Nacht verschwindet niemand. Oh, okay.Sollte ich vielleicht erstmal hier übernachten? Vielleicht gibt's wieder ein. So eine kleine Sidequest hier. Ich glaube, wir machen das mal. Folge ist leider gleich zu Ende. Eigentlich würde ich gerne noch die Außenwelt hier sehen. Damit ich vergewissern kann, dass ich bis zum nächsten Mal eventuell noch ein bisschen farmen kann. Weil, wie gesagt, ich hätte darauf halt schon wieder Lust. Ist halt eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal gemacht habe.Ich denke mal, es wäre angebracht, da wir auch so gut wie kein Gold mehr besitzen. Stimmt, was ich ganz vergessen habe nachzuschauen, war das hier. Wir haben doch Würfel bekommen. Geschnitzt aus einem Tierfossil, erhöht verdienten Rang um 10%. Leider. Ach so, Rang ist ja für, wenn man hier für einen zweiten Durchlauf, wurde mir mal gesagt. Da ich ja nicht interessiert an einem zweiten Durchlauf bin tatsächlich, sondern an dem ersten...Ist das für mich leider sehr uninteressant, weil ich werde den Spielchen auch privat wahrscheinlich dann so nicht mehr weiterspielen. Deswegen, ja, eher uninteressant für die Leute, die Lust haben, einen zweiten Durchlauf zu machen. Macht das auf jeden Fall mit rein, weil das ist ziemlich cool. Denn man kann wohl, wenn man einen zweiten, also New Game Plus startet, kann man wohl mit den Rangpunkten, die man bekommt nach normalen Kämpfen und Bosskämpfen, kann man sich wohl Vorteile oder sonstige Boni...für den zweiten Durchlauf freischalten durch die gesamte Punktzahl, die man schon gefarmt hat. So war es zumindest auch bei anderen Tales of Spielen der Fall. Also an sich eigentlich ein sehr gutes Item, nur für mich jetzt uninteressant. Wir werden mal übernachten. Und tatsächlich gibt es ein Side-Event. Keine Sorge, heute hörte ich, dass in der Stadt Leute spurlos verschwinden. Diesem Gerücht möchte ich nachgehen. Aha.Und da ist tatsächlich jemand, der unsere Hilfe braucht. Oh, hat er ihn jetzt einfach kalt gemacht? Ach so, und wir lassen ihn gehen. Aha.
Yuri hat folgendes Arkanarte gelernt. Leuchtender Adler. Nice. Sehr cool. Das wurde mir ja gesagt, dass eben diese Side-Events Arte freischalten oder Titel. Deswegen insgesamt ziemlich nice. Ein Arkanarte. Göttlicher Wolf haben wir hier. Das ist ja eine Explosionsarte. Keine Ahnung, wie ich... egal. Leuchtender Adler war das, glaube ich, das wir bekommen haben. Schwinge deine Waffe am Boden entlang, um eine Schockwelle auszulösen. Die Frage, was wir benutzen, weil ich benutze eigentlich immer dasselbe. Das ist Drachenschwarm. Ihr seht, 300 Mal eingesetzt. Werde ich wahrscheinlich jetzt hierfür reinmachen. Das hat sogar ein Erdelement. Müsste ich mir mal merken. Geht auch komplett unter bei mir. Okay, cool. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne die Stadt noch verlassen, obwohl... die Folge zu Ende ist. Togi-jou de Akto o buttobasu dake datta hazu nanda ga na. Iroiro gocha gocha dete kiyagatte. Furen made iru to wa omoimasen deshita. Soi ni ano Zagi tte iu no mo. Nigeta Ragi mo ne. Zenbu ga gūzen tomo omoenai wa ne. Sasuga ni kasanari sugi yo. Gūzen dattara saiyaku da na. Orera dondake un ga wari in da yo. Are mo kore mo リヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね状況を見つめ直すのもいいけどゆっくりしていると逃げられちゃうわよラーギーにだな話はここまで行くぞ So, wie gesagt, Folge ist eigentlich um, nur verlasse ich jetzt trotzdem noch so schnell wie es eben geht die Stadt. Und das mache ich jetzt auch mit euch, einfach nur aus dem Grund, weil eben noch Plaudereien eventuell kommen können oder doch noch irgendwelche Zwischenereignisse. Und die möchte ich natürlich niemandem vorenthalten. Vor allem nicht den Leuten, die das Spiel nicht besitzen, gespielt haben, spielen werden, sondern es einfach nur schauen wollen. Komme ich jetzt einfach so auf die Feldkarte? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob hier Feldkarte stand. Oder nächster Map-Abschnitt. Feldkarte tatsächlich. Und das hier ist wohl die Stadt. Sieht doch... sehr gut aus und es führt nur einen Weg geradeaus, aber ihr seht viele Gegner... Und hier werde ich mich bis zum nächsten Mal wahrscheinlich noch ein bisschen austoben. Wir haben 5400 Gold. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein.